Oh, unser Auto hat anscheinend keine Lust heute. Auto, so schlimm war das erste Rennen doch gar nicht. Herzlich willkommen zurück zur Mod-Karriere. Heute geht's auf nach Saudi-Arabien, nach Jeddah, auf immer eine sehr, sehr actionreiche Strecke, was so Duelle in Rennen angeht. Und ich denke, das können wir auch heute erwarten. Vor allem, wenn man mal zurückdenkt an Bahrain, da ging's ja schon mega ab. Dann wird das auf so einer Strecke, glaube ich, nicht gerade weniger spannend. Ein Motor-Upgrade soll auf jeden Fall noch ankommen im Laufe der Woche. Und dann würde ich auch gerne noch ein paar hier raushauen. Hier bei der Aero haben wir ein reduziertes, das ist doch eine gute Sache, boah. Und bei der Aero haben wir es auch nötig zu upgraden, so wie das aussieht. Nur Cashap ist da so schlecht wie wir, mehr oder weniger. Aber alle anderen Teams sind wirklich ein deutliches Stück davor. Das ist ein bisschen erschreckend fast schon. Wie sieht das hier beim Chassis aus? Na, da ist es nicht ganz so dramatisch. Da sind wir irgendwie so mittendrin, mehr oder weniger. Also muss der Fokus auf jeden Fall erstmal auf die Aero gehen. Da machen wir direkt mal zwei Upgrades. Und haben sogar immer noch ein paar Ressourcenpunkte. Vielleicht für ein Motor-Upgrade? Nee, das geht noch nicht. Ich glaube, nichts geht gerade, oder? Nee, gerade geht tatsächlich nichts. Okay, dann müssen wir mal die Zeit vorspulen, in der Hoffnung, dass gleich das Motor-Upgrade ankommt. Und dann können wir auf jeden Fall noch ein paar weitere reinhauen. Come on. Ach, diese Scheiße. Jetzt aber, und das kommt tatsächlich an 3 von 3 Upgrades bisher hier in dieser Saison. Das kann sich sehen lassen, wenn wir die Quote so aufrechterhalten. Dann geht das hier ganz, ganz schnell voran. Wir überholen, oder? Überholen wir das nächste Team? Nee, überholen wir gar nicht. Wir waren auch am letzten Wochenende schon vor Haas, aber... Na gut, wir halten hier mit immerhin. Auch die anderen Teams upgraden ja. Und dafür ist das vor allem wichtig, auch immer Upgrades rauszuhauen. Jetzt müsste noch ein weiteres möglich sein. Genau, hier beim Motor. Das ist sogar ein großes für die Motorleistung. Machen wir auf jeden Fall. Kommt leider erst nach dem nächsten Rennwochenende an in Melbourne dann. Aber gut, so ist das. Ist in Ordnung. Oh, und beim Motor stehen wir sogar richtig gut da jetzt. Da sind wir das beste Team tatsächlich. Das kann sich sehen lassen. Nein, Mann! Die größte Schwäche am letzten Wochenende war ja vor allem das Qualifying. Also möchte ich das auf jeden Fall besser machen heute. Und ich habe auch das Gefühl, oder was ist das Gefühl? Die Hoffnung, dass Jeddah eine Strecke ist, auf der sogar Q2 für uns möglich ist. Mit einer echt guten Runde. Aber dafür muss diese gute Runde halt erstmal gelingen. In Bahrain haben wir das auch nicht auf die Kette bekommen. Letzte Kurve. Und dann ist das schon mal ein sehr, sehr vernünftiger Einstand. Auto fühlt sich wieder sehr ordentlich an. Also das gefällt mir auch hier auf dieser Strecke gut. Oh, und die Zeit ist offensichtlich auch gut. Vor Bottas direkt auf Anhieb und vor beiden Alpines. Oh, wow, okay. Das war sogar anscheinend mehr als nur ordentlich. 4 Zehntel, nicht mal ganz, fehlen auf Verstappen an der Spitze. Das ist kurios. Also Jeddah ist so eine Strecke, auf der die KI nicht ganz so stark ist in Qualifyings. Aber dass wir so gut dastehen nach einer Runde, das habe ich nicht erwartet. Und da sind schon einige hinter uns. Es sind fast schon alle gefahren. Abgesehen von Sainz. Wow, was zur Hölle. Platz 7 wäre das dann im schlimmsten Fall, wenn der sich noch verbessert. Und Bottas steht ja auch nicht mal schlecht da. Das sieht eigentlich für beide Autos echt gut aus mit Q2. Und wir könnten eigentlich so gut wie schon durch sein, oder? Aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Ich glaube, die steigern sich schon alle nochmal ordentlich. Ja, tatsächlich haben sich da nochmal ein paar verbessert. Aber dennoch sollte das reichen oder wird das reichen? Reicht das? Das ist unsere erste Q2-Teilnahme der Karriere. Das Ding ist aber halt, dass wir schon voll am Anschlag unterwegs sind, offensichtlich. Also den Eindruck hatte ich auch fast schon. Und der Fakt, dass wir uns jetzt kaum noch verbessern, bestätigt das eigentlich so ein bisschen. Aber solange das für Platz 8 reicht in Q1, ist alles super. Da beschwere ich mich nicht drüber. Bin sehr gespannt, ob es auch Valtteri geschafft hat. Das wäre ja mal eine Steigerung im Vergleich zu Bahrain. Da sind wir beide kläglich gescheitert. Das war nicht mal irgendwie knapp. Und jetzt kommen vielleicht beide weiter. Wir auf Platz 8. Das ist safe. Und Bottas. Ah, leider ganz knapp nicht. Dafür Ricardo. Lol. In diesem so schwachen Cash-App. Beide Alpines auch weiter. Albon, Magnussen. Okay. Sehr, sehr interessant. Wow. Also vor allem Ricardo ist schon eine ziemliche Überraschung, wie ich finde. Stroll mal wieder raus in Q1. Ist das bodenlos. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und Tsunoda sogar ohne Zeit ganz hinten. Okay. Oh nein. Oh Gott. Das kann auch schief gehen.
Nach der Vorstellung eben in Q1 darf man ruhig auch von Q3 träumen, finde ich. Aber dafür muss schon alles zusammenkommen. Das war jetzt hier auf der Runde nicht der Fall. Ich meine, Q3 für uns ist gleichzusetzen mit einer Pole in dem guten Auto oder so. So ähnlich. Von daher, ja, muss da wirklich absolut alles passen. Über die Linie und eine 30.1/13 langsamer als vorhin. Das wird nicht reichen. Ocon ist zum Beispiel vor uns. Der ist auf jeden Fall einer, den wir schlagen müssen, wenn's was mit Q3 werden soll. Ja, ja, boah, das war noch nix. Gleich auf fast mit Magnussen hier ganz hinten. Völlig abgeschlagen, aber es fehlt mehr als eine Sekunde auf die Top 10. Weiß nicht, ob das da noch drin steckt. Also die Runde war jetzt mit Fehlern und auf gebrauchten Reifen. Vielleicht jetzt mit frischen und mit einer wirklich guten Leistung können wir da irgendwo nah rankommen. Es wird auf jeden Fall eins dieser schlechten Teams ein Auto in Q3 bekommen. Es wird entweder wahrscheinlich Albon sein, vielleicht Ocon oder so. Im besten Fall natürlich auch wir, aber dafür muss das jetzt eine Mega-Runde werden. Remaining in the session. We need a good lap here or we're out of qualifying. Come on. Boah. Ist gute Runde, sehr gute Runde, alles hier reingehauen, wirklich 1,7 Sekunden Verbesserung, das muss reichen, oder ja, und wie? Was geht denn hier ab? Wow, Position 6, Q3, erstes Q3 der Saison und zugleich auch das erste Q2 vorhin. Was für ein Qualifying, was für eine Steigerung zu Bahrain. Hat es auch ein anderer der schlechteren Teams geschafft? Nein, wir sind tatsächlich die einzigen. Wow, das ist schon krass. Also die KI ist schon scheiße hier auf dieser Strecke im Qualifying. Das kann man nicht schönreden, aber trotzdem cool, dass es gelungen ist, so eine Runde abzuliefern. Die war auch wirklich stark. Es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Da hat eine Menge zusammengepasst. Und ja, somit stehen wir hier gleich innerhalb der Top 10 im Rennen. Mal gucken, was jetzt noch möglich ist. Ja, ich glaube nicht, dass wir noch viel Puffer haben. Wenn nochmal so eine Zeit gelingt, bin ich schon mehr als zufrieden. Und dann scheint Platz 6 das Maximum zu sein wahrscheinlich, wenn die anderen sich nicht noch steigern sogar. Nein! Oh! Scheiße, das war viel zu schnell am Eingang. Irgendwie nochmal gerettet. Ärgerlich. Die Runde war sehr, sehr gut bis dahin. Das hat es jetzt natürlich ein bisschen kaputt gemacht. Dennoch, wer weiß, vielleicht Alonso? Vielleicht ist der besiegbar. Die Aston-Fahrer scheinen ja eh nicht unbedingt alles aus dem Auto rauszuholen. Nachdem Stroll schon in Q1 rausgeflogen ist. Hat das jetzt die Runde ruiniert, dieser Fehler? Oder geht trotzdem noch was? Es geht noch was. Es geht tatsächlich was gegen Alonso. Startplatz 9. Boah, das hat richtig Spaß gemacht heute. Boah, Startplatz 9, das kann sich mal sehen lassen. Jeddah Qualifiers sind aber auch einfach geil. Das ist so eine Mega-Strecke auf eine Runde, wie man da ans Limit pushen kann, wie sich das immer so riskant anfühlt irgendwie in jeder Kurve, aber wie satisfying auch, wenn man es gut hinbekommt. Das ist mega. Und ich würde auch behaupten, das ist eine meiner besten Strecken in Qualifyings. Das gepaart mit dem Fakt, dass das eine der schlechtesten der KI ist, führt dann zu so einem guten Ergebnis. Wird ganz, ganz schwer, glaube ich, die Position jetzt im Rennen zu halten. Geschweige denn vielleicht noch irgendwie nach vorne zu kommen. Aber das ist nicht das Ziel. Also wenn wir uns irgendwie hier halten können, zur Not auch auf Platz 10, dann wäre ich schon überglücklich, hier den ersten Punkt mitzunehmen. Aber bis dahin ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg. Da wären wir nun in der Startaufstellung angekommen, genau 10 Positionen weiter vorne als beim Saisonauftakt. Also wenn der Trend sich so fortsetzt und wir beim nächsten Mal wieder 10 Plätze weiter vorne stehen, dann unterschreibe ich das so, obwohl das wäre dann Platz
minus 1 oder so, das wird schwierig, aber falls das dann eine Pole werden sollte, habe ich nichts dagegen. Glaub das allerdings nicht. Das wird wohl eine Ausnahme sein hier in Jeddah, die wir hoffentlich dazu nutzen können, um zumindest um den ersten Punkt mal zu kämpfen, so richtig ernsthaft. In Bahrain war das ja nicht wirklich der Fall. Wir waren zwar nicht unendlich weit weg, aber die Hoffnung war jetzt nie riesengroß, da tatsächlich einen Punkt mitzunehmen. Sprit können wir noch ein bisschen runterstellen. Strategie weiß ich gar nicht, was hier das Beste ist. Vorgeschlagen wird uns jetzt Medium Hard. Ja, weiß nicht, ob die Softs nicht vielleicht in Frage kommen, oder? Eventuell, das sieht gar nicht mal so schlimm aus. Die Softs sind halt nicht mehr frisch, leider. Das ist ein Problem. Ja, nee, komm, riskieren wir lieber nichts. Riskieren wir nichts. Das ist so eine gute Position. Die möchte ich nicht wegschmeißen durch irgendeine komisch ausgedachte Strategie. Machen wir es so und dann geht's auch schon direkt rein in den großen Preis von Saudi-Arabien. Zweites Rennen der Karriere. Ich freue mich sehr drauf. Let's go! Die Einführungsrunde hier in Saudi-Arabien läuft und die Fahrerinnen und Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich geht's los. Gelingt ein typischer F1-23-Start, ja, so könnte man das nennen. Der Weg hier in Kurve 1 hinein in Jeddah ist allerdings sehr, sehr kurz. Von daher wird es wahrscheinlich nicht gelingen, hier irgendwie viele Positionen gut zu machen. Okay, hier wird es auch unheimlich eng, zwei Autos zu nehmen. Uns vorsichtig, schön viel Platz da lassen. Das Letzte, was man jetzt gebrauchen kann, ist irgendwie Schaden. Albon vor auf Position 9, wow. Das ist stark von ihm in diesem genauso schlechten Williams wie unser Steak. Das ist beeindruckend, was der da mal wieder rausholt. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht, Albon wird einer unserer Hauptkonkurrenten in dieser Saison. Der ist einfach so, so gut immer in so einer ersten mit dem Williams. Und das stellt er hier mal wieder unter Beweis. Bottas auch mega gut weggekommen. Der ist einer von ein paar wenigen Softstartern. Ist jetzt schon vor auf Position 12, direkt hinter Alonso, wow. Ja, an sich bin ich aber zufrieden mit dem Start. Wir sind immer noch innerhalb der Punkte. Haben mit Albon auch einen vor uns, der vielleicht schlagbar sein wird mit seiner Pace. Das hier sieht jetzt aber gar nicht gut aus. Da müssen wir schon ziemlich stark abreißen lassen. Und Fernando kann Druck machen. Das reicht aber noch nicht für ihn. Wir müssen hier schnell reinkommen in den Rhythmus dieses Rennens. Zu lange darf man hier nicht so trödeln wie in diesen ersten paar Kurven. Ansonsten wird es ganz, ganz schnell bitter. Aber das sieht jetzt schon ein bisschen vielversprechender aus. Oh, Duell da vorne in Kurve 1 hinein. Ich glaube, zu dritt nebeneinander sind die da, oder? Zumindest sind da zwei Jungs nebeneinander reingefahren. Das ist das, was man erwarten kann, was man auf jeden Fall zu sehen bekommen wird auf dieser Strecke. Die ist da bekannt dafür, für solche geilen Duelle, die sich so ziemlich durch das ganze Rennen immer ziehen und die aber natürlich einem auch die Chance geben, um gut mitzuhalten. Ich meine, wenn die sich da vorne nicht in Ruhe lassen, dann können wir das ausnutzen, um da ranzukommen. Das zeigt sich auch. Zumindest wären wir gerade fast im DRS von Albon, aber das werden wir hoffentlich schaffen, da reinzukommen bis zur nächsten Runde. Ja, aber das braucht man jetzt auch nicht schön zu reden. Das ist schon ein schwieriger Auftakt in dieses Rennen. Wir müssen auf jeden Fall mehr nach hinten schauen, als irgendwie nach vorne so einen Druck wie Alonso da machen kann. Aber das war ja fast zu erwarten nach diesem Qualifying, ne? Ich habe hier nicht erwartet, irgendwie um die Top 5 zu kämpfen oder so. Das wäre ja dämlich. Ja, aber dadurch, dass das halt Albon in dem Williams da vorne ist, habe ich schon den Anspruch, hier auch mitzuhalten und zumindest gegen ihn was anzustellen. Ja, das sieht ja noch nicht fatal aus. Wir sind da ja irgendwie noch in Schlagdistanz, so mehr oder weniger. Aber mehr oder weniger bringt halt nichts. Entweder sind wir da richtig dran und haben das DRS oder nicht. Eine Zehnte fehlt da momentan noch. Da vorne gibt es das nächste Duell. Na, das kann helfen. Wenn die sich aufhalten, wird Albon langsam und wir kommen vielleicht näher an ihn ran. Jetzt wäre das DRS aktuell da. Oh, das wäre nicht nur da, das ist da. Sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich entscheidend für den Verlauf dieses Rennens. Das DRS wird uns enorm helfen gegen Alonso. Wird es für ihn sogar wahrscheinlich fast unmöglich machen, hier anzugreifen. So sieht es zumindest aktuell aus. Sehr, sehr schön. Das Feld ist noch erstaunlich nah beieinander, oder? Ich meine, klar, wir sind erst in Runde 4. Aber hier kann sich noch niemand riesig absetzen. Es muss auch keiner mega abreißen lassen. Sehr, sehr interessant. Und jetzt wird es vielleicht allmählich mal eine Chance geben gegen Albon. So viel fehlt da echt nicht mehr. 6/10. Und der Topspeed wird vermutlich gar nicht mal so schlecht sein mit dem besten Motor im Feld, den wir ja haben. Albon hat jetzt auch so ein bisschen minimal abreißen lassen zu Russell. Hat da zwar noch das DRS, aber ist nicht nah genug dran für einen wirklich guten Windschatten. Schön in Position bringen jetzt aus dieser letzten Kurve heraus. Dann kann das auf Start und Ziel die Möglichkeit geben gegen Alex. ERS-Management schon wieder tipptopp. Das ist einfach leer nach 5 Runden, super. Aber solange das jetzt reicht, vielleicht für ein Überholmanöver gegen den Thailänder, bin ich damit zufrieden.
Schön den Platz lassen, ja, nicht kollidieren, das wäre fatal für beide von uns, aber das reicht, oder? Vor auf Position 9, vorbei an Albon, sehr, sehr wichtig. Allgemein Platz 9 ist wichtig, aber wenn wir dann auch noch ihm Platz 9 wegnehmen, umso schöner, sehr, sehr geil. Oh, oh, das möchte der aber offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Ah, das wird jetzt wohl den Konter geben, aber wenn wir Glück haben, dann an dieser Stelle hier und nicht auf Start und Ziel, sodass es dann möglich ist, auf Start-Ziel direkt wieder zurückzuschlagen. Das ist ja irgendwie so das typische Ding hier in Jeddah. Jetzt wird es allerdings unlustig, wenn Alonso hier auch noch vorbeikommt. Nee, das traut er sich aber nicht so wirklich, oder? Nee, komischerweise nicht. Der hätte eigentlich locker den Überschuss, den Topspeed dafür gehabt, um hier auch noch anzugreifen. Wollte aber nicht so recht, so wie es scheint. Und somit ist das jetzt die perfekte Möglichkeit, um wieder an Alex vorbeizuziehen. Der hat diesmal kein DRS mehr auf Russell. Das wird aber eine enge Nummer. Schön spät anbremsen hier für Kurve 1. Das war sehr, sehr gut. Gar nicht so easy, da immer den perfekten Bremspunkt zu finden. Aber das hier war so nahezu perfekt, würde ich behaupten. Wieder Platz 9. Piastri hat gerade die schnellste Rennrunde. Das zeigt, finde ich, auch, wie komisch die Pace des Feldes hier gerade ist. Das ist ganz, ganz seltsam, weil es einfach überall so viele Duelle gibt. Gelbe Flagge. Oh, oh, das ist ein Cash-App, oder? Könnte sein, ist auf jeden Fall irgendjemand hinter uns oder auch nicht. Oder ist es da vorne jemand? Ich weiß es nicht. Oh, nicht zu sehr ablenken lassen davon. Es wird sich schon gleich herausstellen, wen es da erwischt hat. Hoffentlich nicht wieder Bottas. Nee, Bottas ist nicht. Bottas ist vorgekommen auf Platz 11. Dann wird es Alonso gewesen sein im Aston. Der war ja eh nicht so toll unterwegs, wenn man das Auto in Betracht zieht. VSC. Das wäre vielleicht interessant jetzt für den Boxenstopp, oder? Oh, voll lang kein VSC mehr erlebt, oder? So gefühlt. Weiß gar nicht, wann das letzte war. Und das ist aber auch immer noch da, während wir jetzt hier schon an der Boxeneinfahrt sind. Oh, gerade endet es aber. Na gut, das macht den Plan dann so ein bisschen zunichte. Dann lohnt sich das nicht. Wäre das noch ein bisschen länger draußen geblieben, dann hätten wir ruhig stoppen können. Und da einen kleinen Vorteil erhaschen können. Aber so bringt das nichts. Das ist aber gar nicht mal verkehrt, Alonso hier jetzt losgeworden zu sein. Der wäre auf jeden Fall ein Problem und ein Konkurrent gewesen im Laufe dieses Rennens. So scheint das vielleicht, wenn man jetzt auf die Karte schaut, Albon gegen die beiden Stakes zu werden, oder? Im Kampf um die letzten Punkteränge. Da vorne kommen wir jetzt nicht mehr wirklich gut ran. Das war aber auch klar. Hinter Bottas wiederum ist aber auch eine gute Lücke zu den ganzen anderen langsameren Teams. Ja, nicht verkehrt. Ja gut, ich meine, es ist auch noch verdammt früh im Rennen. Das kann sich auch jederzeit ändern. Ein langes Duell hier zwischen Albon und uns. Und schon sind die da hinten alle dran. Aber momentan, der Zwischenstand ist ganz vielversprechend. Es wird jetzt wieder den Konter geben von Alex. Da brauchen wir gar nicht dagegen zu halten. Es geht auch fast nicht auf dieser Gerade. Hier ist das DRS so stark. Das ist so ein langer Vollgasabschnitt. Da macht man einfach nichts, wenn man das vordere Auto ist. Der Ausgang aus der letzten Kurve muss aber passen. Und dann kann das hier auf Start und Ziel wieder den Konter geben. Drittes Überholmanöver gegen Albon vielleicht an dieser Stelle innerhalb von 8 Runden jetzt. Ah, wieder geht's in die Bremszone hinein. Also das ist nie so ein ganz deutliches, ganz leichtes Überholmanöver. Der macht es uns da schon schwer. Verteidigt immer und wir müssen uns wirklich erst im Anbremsen dann vorbeischieben. Und das klappt diesmal nicht. Ja, ist vielleicht aber auch nicht mal schlimm. Also ich glaube nicht, dass der sich megamäßig jetzt absetzen kann. Es wäre zumindest überraschend. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass wir eine recht identische Pace haben. Und somit ist es eventuell sogar cleverer, da wirklich jetzt nicht die ganze Zeit immer wieder vorbeizuziehen, sondern sich einfach mal dahinter zu gedulden. Das erlaubt auch den anderen nicht so leicht hier wieder ranzukommen. Aktuell haben wir einen guten Puffer auf Bottas und Co. Im besten Fall bleibt der natürlich erstmal eine Weile. Ja, dieser Williams ist auch eine verdammte Rakete. Also wenn man nicht unbedingt überholen will, dann klappt das auch nicht. Wenn man hier zum Beispiel kein ERS jetzt einsetzt, keine Chance. Es wird vielleicht knapp, klar, durch Windschatten, durch DRS, aber für einen Angriff reicht das bei weitem nicht. Valtteri bereits an der Box am Ende von Runde 9. Was macht er für eine Strategie? Ich hoffe mal sehr nicht, dass das eine 2-Stop wird. Das wäre überhaupt nicht gut für ihn. Ja, das ist auch ganz gut jetzt hinter Alex, um mal ein bisschen die Batterie aufzuladen. Die ist nämlich seit der 5. Runde dauernd bei unter 20% gewesen, so ziemlich. Das ist ja auch kein Zustand. Ich meine, das ist eine komfortable Position. Wir sind innerhalb der Punkte, haben keinen Riesendruck von hinten, haben scheinbar wirklich die Pace, um heute endlich mal, oder was heißt endlich, um zum ersten Mal was Zählbares mitzunehmen am zweiten Wochenende der Saison. Das ist mega.
Von Bottas und den ganzen anderen Softstartern, also Ocon und auch Ricciardo, die wahrscheinlich jetzt reinkommen werden, droht natürlich ein Undercut, ne? Das ist nicht so toll, aber was soll man machen? Das müssen wir einfach so hinnehmen. Dafür werden die am Ende des Rennens dann auf jeden Fall Probleme haben. Oh, Esteban fährt aber sogar noch weiter und Daniel auch, so wie es scheint. Okay, da war Bottas sehr viel früher drin als die beiden. Es spricht dann wirklich so ein bisschen vielleicht für eine Zwei-Stop bei unserem Teammate oder halt eine Soft-Hard und die anderen machen eine Soft-Medium oder so. Eine Soft-Medium ist schon ein großer Krampf. Also ich, selbst mit unserer Strategie hier, oh, ist das kein Kinderspiel mit dem Reifenverschleiß. Fuck, das war jetzt das DRS auf Albon, aber das hätte auch viel schlimmer enden können. Und dadurch, wie hart die sich da hinten geben, können wir uns sowas auch fast erlauben. Der Vorsprung wird trotzdem größer, über 6 Sekunden jetzt schon auf K-Mac. Jetzt ist Ocon drin, nur 2 Runden früher als wir es tun werden auf Mediums. Ricciardo fährt sogar immer noch, wow. Ja, das kann ja nicht schneller sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Esteban hat jetzt eh schon so viel Zeit auf uns verloren durch die ganzen Duelle da hinten. Der wird hier wahrscheinlich fast keine Rolle mehr spielen, wenn alles normal läuft. Vor allem Bottas macht mir aber Sorgen. Und natürlich Albon. Die beiden, die können uns die entscheidenden Positionen kosten. Das wäre aktuell wahrscheinlich Platz 11 sogar nur. Ich gehe nämlich fest davon aus, dass Bottas den Undercut durchziehen wird. Der hat perfekt freie Fahrt da hinten auf frischen Reifen. Oh oh. DRS ausgefallen, na, nicht optimal, aber in der Phase jetzt auch kein Riesenproblem. Ich hoffe, unsere Jungs bekommen das schnell in den Griff. Albon kommt nicht an die Box, somit tun wir das Undercut-Versuch jetzt gegen den Williams-Piloten. Und ich war auch echt nicht mehr zufrieden mit den Reifen. Die waren nicht mehr schön, bei knapp 50% schon vorne. Da macht es, glaube ich, Sinn, sich jetzt die frischen, harten zu holen. Was müssen wir jetzt, 14 Runden müssen wir mit denen jetzt durchkommen. Das wird wohl kein Thema sein. 2,3 Sekunden Stop. Wow, das ist mega. Und das DRS-Problem ist auch schon behoben. Okay, das war eine kurze Geschichte. Boah, Bottas ist meilenweit vor uns. Aber wie ich es fast schon gedacht habe, weil der so früh reingekommen ist. Er ist auf Softs. Er wird eine 2-Stop machen. Das war es somit mit seiner Punktechance. Wahrscheinlich. Aber der ist schon schnell unterwegs. Der hat sich jetzt 6 Sekunden auf uns rausgefahren und war ja vor dem Stop sogar hinter uns. Und bei Ocon und Ricciardo ist es tatsächlich eine Soft-Medium. Wahnsinn, wie die es schaffen, das durchzuziehen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich fand jetzt echt diese Medium-Hard schon ziemlich anspruchsvoll. Also das war nicht so ganz locker mit dem Verschleiß. Ein paar weitere jetzt, eine Runde später drin, als wir das waren. Ich glaube auch Albon, oder? Der blaue Punkt, das müsste sein Williams sein. Ja, so ist es. Und der wird vorne bleiben, der wird wohl vorne bleiben, oder? Ja, aber wir haben uns ein bisschen näher rangekämpft. Zumindest mal wieder ins DRS. Das ist doch sehr schön. Was? Och nö, da ist das DRS-Problem wieder, meine Stimme versagt. Ja. Interessant, okay. Keine Ahnung, ich habe mich eh vorhin gewundert, wie schnell die das gefixt haben. Jetzt ist es wieder da und jetzt ist das auch ein bisschen bitter. Weiß gar nicht, ob wir es unbedingt gehabt hätten auf Albon, aber wird... Das wird bald mal der Fall sein. Das werden wir auf jeden Fall brauchen, um da eine Chance zu haben, um vorbeizukommen. Noch mehr Boxenstops, die bekommen wir alle recht easy. Und dann ist das, genau, dieser 11. Platz. Der wird dann aber zu Platz 10, wenn Bottas zum zweiten Mal reinkommt. Und dann, ja, dann weiß ich es nicht. Dann müssen wir alles dafür tun, um auf diesem 10. auch zu bleiben. Dafür müssen die bitte, bitte unser DRS in den Griff bekommen. Obwohl das im Moment fast so scheint, als wäre das eh egal, weil Albon verdammt schnell ist. Das gelingt nicht, da in diese Sekunde reinzukommen. Momentan entspannt sich das Rennen so ein bisschen. Albon zieht leider immer weiter und weiter weg. Über 2 Sekunden Rückstand sind es jetzt schon auf ihn. Aber zumindest kommt Ocon auf seinen Mediums nicht besorgniserregend ran an uns. Der ist ein bisschen schneller, aber es sind wirklich nur so ein paar Zehntel pro Runde. Und ich gehe mal fest davon aus, dass diese Mediums am Ende dann so stark abbauen, dass unsere harten Reifen besser sind. Von daher ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja, also für Jeddah-Verhältnisse ist das hier ein chilliges Rennen, ne? Da haben wir jetzt gar nicht so viel verrücktes Racing erlebt. Aber wenn das am Ende für den ersten Punkt reichen sollte, hey, unterschreibe ich sofort. Da habe ich gar kein Problem mit. Ja gut, und es sind natürlich auch noch 10 Runden knapp. Da kann eine Menge passieren hier auf dieser Strecke. Jetzt ist Valtteri drin zum zweiten Mal in diesem Rennen. Ja, schade, die Strategie macht es leider so ein bisschen zunichte. Hätte der eine 1-Stop gemacht, dann wäre das, glaube ich, im Optimalfall die Chance auf doppelte Punkte sogar gewesen fürs Team. So wird das jetzt nichts mehr.
Der Vorsprung auf Esteban wird jetzt bereits größer. Also scheint so, als würden diese Mediums nun schon Probleme bekommen. Ja, das ist sehr gut. Über 4 Sekunden Vorsprung da jetzt schon auf den Franzosen. Ich verstehe ehrlich gesagt keine Strategie hier heute, abgesehen von einer Medium Hard. Das ist ganz klar das Beste. Was mir aber gar nicht gefällt, ist, dass wir so zerstört werden von Alex hier in diesem letzten Stint. Da haben wir wirklich absolut nichts entgegenzusetzen. Der hat uns voll und ganz im Griff. Jetzt kommen die Alpines hier doch nochmal ein bisschen in Fahrt. Esteban bis auf 2,8 dran. Gasly war da zwischenzeitlich schon mal vorbei. Dann ist Esteban wieder vorbei. Weiß nicht, komisch, deren Pace irgendwie einzuschätzen. Aber auf jeden Fall dürfen wir hier nicht einschlafen, sonst wird das nochmal kritisch. Vorletzte Runde. Viel fehlt nicht mehr. Nicht mehr viele Kilometer bis zum ersten Punkt der Karriere. Das DRS ist immer noch nicht gefixt. Also es wird wahrscheinlich nichts mehr. Davon gehe ich mal aus. Gegen Albon wird es nochmal irgendwie ein bisschen knapper. Jetzt haben wir angefangen, da aufzuholen in den letzten Runden. Der Vorsprung auf Gasly hat sich stabilisiert. Ocon wurde von Stroll überholt mittlerweile. Also irgendwie geht es überall so ein bisschen ab, außer bei uns und auch bei Albon, habe ich so das Gefühl. Der ist ja auch die ganze Zeit völlig alleine unterwegs. Aber ja, wenn man einmal so ein recht unspektakuläres Rennen gerne mitnimmt, dann, wenn es um den ersten Karrierepunkt geht. Und gut, so ganz lame war es auch nicht. Oh, Verstappen 8er jetzt. Ja, auch da vorne geht's ordentlich zur Sache. Ja, ich sag ja, überall außer bei Albon und bei uns. Bei den zwei schlechten Autos, die hier wahrscheinlich Punkte holen werden. Echt der Wahnsinn. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, fantastisch. Oh, Stroll vorbei an Gasly. Okay, und das sind auch nur noch 2 Sekunden. Es ist allerdings die letzte Runde. Also wird das wohl reichen. Genau, der erste Stint, der war nicht so lame. Da ging es schon ordentlich zur Sache. Aber nach dem Boxenstopp ist hier irgendwie nicht mehr viel passiert. Da hat sich das so ein bisschen eingependelt. Wir waren einfach absolut im Niemandsland unterwegs. Aber mit einer echt soliden Pace, mit einer guten Pace, die am Ende reichen wird wohl für den ersten Zähler. Das ist echt mega. Aber Stroll will es jetzt nochmal wissen. Ja, Glückwunsch. Guten Morgen, Lance. Schön, dass dir auch mal auffällt, dass du eigentlich ein gutes Auto hast in dieser Karriere hier. 1,7. Ja, das wird jetzt aber wohl nicht mehr knapp, wenn wir keinen Fehler mehr machen. Und jetzt ist Albon auch weg auf 4,5. Ja, ganz, ganz komisch. Ganz schwer zu greifen irgendwie diese Abstände hier. Aber ja gut, ist okay. Vorne ist es auch spannend im Kampf um den Sieg. Perez und einer der McLarens da ganz, ganz nah beieinander. Aber Lando Norris holt sich den Sieg. Wow. Wahnsinn. Stark gemacht von ihm. Schwaches Rennen mal wieder von Verstappen. Das ist sehr interessant. Aber das war ja so ein Ding hier, ne? Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Verstappens KI ist selten gut gewesen in der Karriere bei uns hier in diesem Spiel. Das war eigentlich immer Perez, der Stärkere war bei Red Bull. Stroll jetzt nochmal ordentlich rangekommen, bis auf 9 Zehntel. Aber das ist alles völlig egal, denn wir haben es geschafft. Bereits beim zweiten Rennen in der Karriere holen wir den ersten Punkt. Nehmen diese Hürde, die man immer so schnell wie möglich hinter sich lassen musste. Einfach ein rundum solides Rennen. Wirklich sehr, sehr solide, ordentliche Pace. Die ganze Zeit, diese ganzen 25 Runden über. Und das wird am Ende belohnt. Sehr, sehr geil. War das hier heute vielleicht der Beginn so einer kleinen Rivalität gegen Albon in dieser ersten Saison? Ich würde absolut nicht dagegen wetten. Ich gehe sogar fest davon aus, dass wir es mit dem noch öfter zu tun bekommen, dass er öfters derjenige sein wird, der sein Auto so ein bisschen outperformt und der, den es dann zu schlagen gilt. Heute geht der Punkt an ihn. Der holt einen Zähler mehr als wir. Aber ja gut, es ist nur ein Punkt. Wird auch nicht der letzte bleiben, den wir holen hier in dieser Saison. Von daher ist das alles in Ordnung. Einfach schön, da mal was Zählbares stehen zu haben. Das ist nämlich immer frustrierend, wenn man viele eigentlich gute Rennen abliefert, aber dann auf die WM schaut und irgendwo auf den letzten Positionen ist mit 0 Punkten. Da kann man sich auch nichts von kaufen. Ja, jetzt haben wir zumindest ein Pünktchen, von dem wir uns ein bisschen was kaufen können. Die hinteren Positionen sahen so aus. Für die WM bedeutet das folgendes: Perez jetzt vorne vor Norris und Leclerc. Wir auf Position 12, letzter, der Punkte geholt hat. Aber wir haben Punkte geholt. Und das haben ganz schön viele andere noch nicht geschafft. Also echt super, dass das gelungen ist. Schön, dass es gelungen ist, das gute Qualifying umzuwandeln. Ist ja alles andere als selbstverständlich. Ich meine, klar, im Qualifying eine Runde kriegt man immer vielleicht mal gut hin, aber das über 25 zu machen, auf einer Strecke, auf der es auch recht leicht ist zu überholen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also echt, echt super. Aston Martin jetzt mit so einem guten Auto nach 2 Rennen mit 2 Punkten insgesamt. Heute waren es ja gar keine. Das ist schon erstaunlich. Vielleicht ist dadurch aber sogar dann Platz 5 ein realistisches Ziel für uns in der Konstrukteurs-WM, wenn das Auto jetzt noch besser ist. Ich meine, die performen ja absolut nicht. Stroll ist bodenlos bisher, muss man sagen. Alonso gut hatte hier jetzt Pech.
Aber der war jetzt auch weder in Bahrain noch hier irgendwie super schnell. Aber auch der kommt nicht wirklich an die Performance des Autos ran. Interessant. Bin gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Das war's jetzt auf jeden Fall von dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald beim nächsten Rennen wieder. Haut rein!